very much, ladies and gentlemen, for such a warm welcome. You're very beautiful, very sweet, very gracious, very generous. And all the kids in the band want you to know that we do love you madly. Our first selection will include the Black and Tan Fantasy, Creole Love Call, and the Mooch.
Kontinuität der instrumentierungstechnischen Tradition, dann die Vorliebe für beinahe poetische Werktitel und das enge Verhältnis zur europäischen Kultur. Das sind vielleicht die wichtigsten Merkmale des Lebenswerkes von Duke Ellington. Das nächste Stück ist zum Beispiel für das Shakespeare Festival in Stratford komponiert. Es heißt Such Sweet Thunder. Es nimmt Bezug auf Personen aus Shakespeares Dramen und es stellt uns einen weiteren Hauptsolisten vor, nämlich den Trompeter Clark Terry. Midsummer Night's Dream, but to us it suggested a flavor of the conversation between Othello and Desdemona, or rather what Othello had to say to Desdemona. It was a very, very convincing statement, you know. He won the girl, he married her, and of course they had big fun. And so we figure that Othello must have had a real swinging story. Such sweet fun. Jetzt ist der Posaunist Britt Woodman an der Reihe. Hank Sank, ebenfalls ein Stück neueren Datums, deutet wiederum in humorvoller Weise an Shakespeares Heinrich den V. hin. Aber es ist selbstverständlich kein Programmwerk, sondern eine weitere Komposition im echtesten Ellington-Stil. Thanks very much for such sweet thunder. Of course, out of the 12 selections in our Shakespearean suite, 4 are sonnets. We'd like to do one now. It features Britt Woodman. This particular sonnet is historic and has to do with the time of King Henry V. We call it Hank Sank.
Boardman. Fred Boardman. Thank you very much for Heinrich the Filmster. Das Thema Rocking in Rhythm, das wir jetzt hören werden, ist wiederum bald 30 Jahre alt. Und gespielt wird es von Paul Gonsalves, Johnny Hodges, Jimmy Hamilton, Russell Prokop und seinem Mitautor Harry Carney, sowie von Clark Terry, Quentin Jackson und Ray Nance.
Thank you. Thanks very much for Johnny Hodges. Johnny Hodges wants you to know that he too, you know. Zwei Blues stehen nun auf dem Programm, das uns Duke vor dem Konzert mitgeteilt hat. VIP, Very Important Person Boogie, mit Harry Carney, der Bariton-Saxophon spielt, und mit dem Klarinettisten Jimmy Hamilton. Jimmy Hamilton erlaubt sich, und das machen fast alle Musiker im zweiten Teil des Konzertes, einen kleinen Scherz, indem er am Schluss einen Ton nicht weniger als 27 Sekunden lang anhält. Unmittelbar darauf folgt ein weiterer Blues mit dem Titel Jam with Sam. Thank you.
Gatto. El Gatto.